Ausbilder Schmidt, kommen Sie ran, jetzt haben Sie die Gelegenheit. Ich übergebe. Ja, danke schön. Kommt ruhig ein bisschen nach vorne. Machen wir eine kleine Show, ein bisschen interaktiv. Ist so, muss ich so weit, weil ich brülle ja gerne, aber kommt ruhig nach vorne. Ich habe auch ein paar Zigarren dabei. Also wenn jemand sagt, komm hier, ich will auch so ein Ausbilder sein, ich verschenke die. Wirklich wahr, ich habe Zigarren. Wer eine will, kommt ruhig nach vorne, traut euch. Ich habe keine Angst. Komm doch ein bisschen näher hier. Guck mal, ich gucke hier mal dahin. Die Frau lächelt mich so an. Das ist doch wunderbar. Ich grüße Sie. Wie heißen Sie? Zigarre? Nee, der Mann? Auch nicht. Aber kommt ruhig ein bisschen nach vorne. Jungs, wie alt bist du? 12. Darfst du schon rauchen? Nee, gut. Kommt ruhig nach vorne. Kommt noch ein bisschen. Auch hier. Guck mal hier. Du willst doch eine Zigarre hier. Guck mal hier. Da musst du auch nach vorne kommen. Auf. Ja, fein. Ja, fein. Ja, komm. Guck mal hier, er traut sich noch. Applaus für den jungen Mann. Er traut sich nach vorne. Da darfst du ja auch eine Zigarre nehmen, bleibst du hier stehen. Guck mal, deine Kumpels sollen auch eine. Komm mal, kommt ruhig ein bisschen näher. Habt doch keine Angst. Ich euch noch einen Schritt näher. Ich beiße nicht. Ich habe keine Krankheiten. Ich habe keinen Mundgeruch, oder? Habe ich Mundgeruch? Bisschen. Hast du gedient? Ja. Gut, dann darfst du stehen bleiben. Alles klar. Also, komm, ihr Jungs, zwei, noch nach vorne. Ruhig noch jeder fünf. Schritte nach vorne. Eins, zwei, drei, vier. Guck mal, wenn du filmen willst, musst du wieder. Ich bin doch so weit. Nee, du kannst filmen, ist kein Problem, hab ich nichts dagegen. Komm ruhig nach vorne. Guck, wie sie alle so schüchtern sind. Also ist ja gut, die Kamera schreckt auch mal ein bisschen ab. Ne? Aber ist ganz normal. Ja. Ich habe noch was dabei, zeige ich normalerweise nicht. Aber da kommen hier in Koblenz, bei der Bundeswehr kannst du zeigen, meine Frau hat mir Hausschuhe gehäkelt. Ja, rüber. Da habe ich ein bisschen mehr Applaus erwartet. So, wenn er jetzt noch ein paar Schritte nach vorne kommt, dann können wir anfangen. Dann geht's los hier mit Ausbilder Schmidt. Komm einfach noch mal ein bisschen nach vorne. Sonst muss ich von hinten anschieben. Das ist ja auch doof. Machen wir uns schön kuschelig hier. Schöne Show mit Ausbilder Schmidt. Ruhig nach vorne kommen. Gut. Ich würde sagen, ich kündige mich jetzt mal selber an. Und dann flippt ihr aus, ja, also die Männer raufen sich an den Haaren. Du stehst mir genau im Weg, will eigentlich da die Leute angucken. Ja, die Männer raufen sich an den Haaren, ja, und die Frauen rufen Ausbilder, machen wir Drillinge oder irgend sowas, ja. Also ich komme jetzt mal und fang schon mal an zu klatschen. Es geht los, meine Damen und Herren, Ausbilder Schmidt heute hier in Koblenz, bei der Bundeswehr. Applaus, ihr flippt aus, es ist der Wahnsinn! Ah, herrlich, so, wunderbar, sehr schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Ausbilder Schmidt. Wer hat alles gedient? Du hast nicht gedient? Raus. Nein, alles Spaß. Wir sind ja dabei, wollen ja ein paar junge Leute noch vielleicht zur Bundeswehr überreden. Ich habe erstmal einen Spruch nur für die Damen, damit könnt ihr eure Männer schocken. Was hat eine Ehefrau und eine Handgranate gemeinsam? Ziehst den Ring ab, ist das Haus weg. Da bleibt einigen Männern der Kloß im Hals stecken. Aber ich bin sehr froh, dass ich hier bin. Ich war gestern Abend noch im Emsland. Kennt ihr das Emsland? Ich frage nochmal, kennt ihr das Emsland? Ja. Furchtbar. Im Emsland merkst du, eine jahrhundertlange Inzucht hat seinen Preis. Da hat keiner gelacht. Der einzige, der gelacht hat, war ein 8-jähriger Junge, der war Autist. Furchtbar. Ja. Der ist im Emsland, der steht vorne in der ersten Reihe so einer wie du. Also nicht du, aber so einer wie du, guckt die ganze Zeit so an. So, du spielst den an, versuchst witzig zu sein. Den ganzen Abend. Nach 2 Stunden macht er den Mund auf. Du denkst, ah, jetzt hast du ihn, da hat er gegähnt. Nach der Show kam der Typ zu mir, sagt, ich hab mich bepisst vor Lachen. Ja, super. Ich geb einen Warnschuss ab. Und auch wenn du geblitzt wirst mit dem Panzer, kein Problem. Hältst du an, Rückwärtsgang rein. Hat sich erledigt. Kommt noch gerade an der Brücke da hinten, sehr gut, ne? Und jetzt bin ich hier und jetzt bei Ausbilder Schmidt will ich immer so ein bisschen warm gebrüllt. Machen wir eine ganz einfache Übung. Ich sag zu euch, Tag, ihr Pappnasen. Und dann sagt ihr, Tag, du Sack. Ja, also haut mal einen raus, kannst auch spucken, egal. Hauptsache Stimmung. Wir machen es gemeinsam. Achtung, Tag, ihr Pappnasen. Tag, du Sack. Wunderbar, sehr gut. Oder ich teile mal auf in diejenigen, die gut drauf sind. Die heute Morgen aufgestanden sind, jawohl. Heute Mittag kommt der Ausbilder nach Koblenz, hol ich mal noch einen Anschuss ab. Die machen gleich auf mein Zeichen, machen die Yippie, Yippie, Yeah.
Die anderen, die schlecht drauf sind, die heute Morgen aufgestanden sind, ach nee, rote Jacke an, nicht gedient, erste Reihe, miam, miam, miam. Ihr kennt ja noch Biene Maya. Da gab es die Biene Willi, die war immer schlecht drauf. Die schlecht drauf sind, machen wir die Biene Willi, die machen so, ja, ruhig so das Flügelchen mitschwingen. Also die gut drauf sind, yippie, yippie, yeah, und die anderen, ja. Gut, wir fangen an, die gut drauf sind, auf 3, 1, 2. Yippie, yippie, yeah. Die anderen? Ja. So viele. Die sind mal aus dem Emsland nachgereist, ja. Oder ich teile mal auf in Männlein und Weiblein, dann gucken wir laut das, und zwar machen wir erst die Männer und nur die Männer rufen rein, Ausbilder, sei streng zu uns. Und die Frauen direkt hinterher, wir auch, wir auch. Wäre schön, wenn du bei den Männern mitmachst, ne? Gut, also Männer, Ausbilder, sei streng zu uns, die Mädels, wir auch, wir auch. Wir fangen an, die Männer auf 3, 1, 2. Ausbilder, sei streng zu uns. Die Mädels. Miau, miau. Miau, miau, ja. Mal Applaus von den Männern für die Frauen. So, all das muss ja auch mal sein, ne? Oh, jetzt habe ich Frauen gesagt. Darf man das denn noch sagen? In diesem politisch korrekten Land. Guck mal, was du alles nicht mehr sagen darfst. Zigeunersoße darfst du nicht mehr sagen. Musst du sagen Sinti und Roma-Dressing. Luder darf ich mehr sagen. Musst du sagen öffentliches Verkehrsmittel. Also darf ich noch Frauen sagen oder muss ich da auch so drumherum reden? Unmann, antimaskulin oder Menschen mit Menstruationshintergrund? Oh, nee, oh Gott, wenn das meine Chefin hört, also um Gottes, wenn das, ihr habt ja mitbekommen, selbst ich als dienstältester und härtester Ausbilder der Bundeswehr habe seit 2 Jahren eine Chefin. Oh. Wenn dann alle, ich habe seit 2 Jahren eine Chefin. Oh. Die Ursula. Verteidigungsministerin, klar, wer 7 Kinder hat, kann auch eine Armee führen. Aber das ist ja, wir müssen bekommen, gibt ja keine Wehrpflicht mehr. Die jungen Leute gehen nicht mehr zum Bund. Da steht er. Und dann sagt Ursula, wenn die jungen Leute nicht zum Militär gehen, dann ziehen die Alten ein. So eine Rentnerarmee. So eine Ü99. Stell dir mal vor, 500 Busse vollgepackt mit 100 Jahren alten Rentnern. Allein schon 30.000 Gehhilfen, eine unüberwindbare Panzersperre. Und guck mal, so einen alten Opa kannst du schicken. Sagst du, lauf, Opa, lauf, dann rennt der. Der Feind ruft, Alter, bleib stehen oder wir schießen. Der hört nichts, der rennt weiter. Die sind mit Altersflecken übersät. Was für eine Tarnung. Ah. Und wenn so ein alter Opa was hört, dann hört er den Feind rufen, ey Opa, wir geben dir Saures. Dann ruft er zurück, scheißegal, ich hab Zucker. So ein 100 Jahre alter Opa, der ist vollgestopft mit Chemie. Guck mal, was der alles in sich hat. Insulin, Viagra, Klosterfrau, Melissengeist. Ja, wenn du auf die schießt, die brennen 3 Tage. Aber nein, die Ursula hält an den jungen Leuten fest. Deswegen hat sie die Ausbildungsmethoden beim Bund erleichtert. Super. Kannst du demnächst die Rekruten um 10:30 in dem Milchcafé am Bett wecken. Ja. Und ich will auch gar nicht mit diesen harten Ausbilder Schmidt, der morgens um 4:30 die Stubentür eintritt. Raus, ihr Bettnässer, 100 Liegestütze, muahaha. Nein, Ursula will weiche Ausbilder. Die will knuffige Ausbilder. Ja, die will so einen Ausbildertyp Kalmund. Der kommt morgens schon erschöpft in die Stube rein, so. So, Kamerade, Manöver fällt aus. Wir gehen halt schön grillen. Oh. Hör mal, da schmeißt man alles auf den Grill drauf. Halbe Hähnchen, ganze Hähnchen, Gemüse weg, Fritten drauf, Sößchen drauf. Und dann fressen wir uns voll. Und dann lassen wir uns über England als Kalorienbombe rausschmeißen. Und glaubt's mir, die Ursula will uns Männer fertig machen. Die will weinerliche Ausbilder, Ausbilder, die auch mal Schmerz zugeben, wenn sie sich mit dem Finger am Papier geschnitten haben. Ja, so ein Ausbildertyp Herbert Grönemeyer, der kommt morgens schon jammernd in die Stube rein. Ho, 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 oh! Oh, 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 oh,
Manöver fällt aus. Dankeschön. Ja, muss sagen, ich bin ja schon lange bei der Bundeswehr. Ich bin ja damals mit 17 Jahren direkt nach der 5. Klasse zum Bund. Und wurde der härteste Ausbilder, muss sagen, der Zeit der Wehrpflicht. Was hatte ich für tolle Rekruten gehabt? Hier einen Hühnen aus Norden, Hauke. Ein Bergarbeiter aus Bochum, Ernst Willi. Was hast du heute bei der Freiwilligenarmee? Justin Kevin aus Glauchau. Justin Kevin, was ist der Vor- und was ist der Nachname? Justin Kevin ist der Vorname, der Nachname ist Gesenbrät. Sag, mit wie viel Ö schreibt man denn Gösenbrät? Na, Gesenbrät schreibt man nicht mit E, sondern mit E. Stand der Typ letztens bei mir Manöver, stand der vor mir. Chef, ich hab einen Splint aus der Granate rausgezogen. Und sei verpiepst, bleib stehen, ich geh. Ja, also es ist. Oder muss ich sagen, da war ich ja froh, dass wir eine Übungsgranate hatten. Es ist alles kaputt. Guck mal hier, kaputte G36, kaputte Tornados, schlechte Ausrüstung, gefälschter CO2-Ausstoß beim Panzer Leopard 2. Und das bisschen, was da ist, wird noch Umweltgesichtspunkten modernisiert. Demnächst fährt mein Panzer mit Solarstrom. Der Ami lacht uns aus, er sagt, nachts greifen die Deutschen nicht an. Und da habe ich überlegt, was ist die Geheimwaffe der Bundeswehr? Was ist millionenfach vorhanden, womit du den Feind abschrecken kannst? Und ich habe es gefunden, meine Damen und Herren. Es ist die absolute Geheimwaffe. Jeder kennt sie, der beim Bund war. Hartkekse. Kennt ihr die noch? Ja. Hartkekse, der Name ist zu weich, die müssten Granitkekse heißen. Und die gab es schon lange vor der Bundeswehr, lange vor der Bundeswehr. Ich habe neulich eine Packung gehabt, da stand drauf, abgepackt 47 nach Christus. Haltbar, bis Jesus zurückkehrt, ja. Und die tun weh, die Dinger, die tun weh. Wenn ich hier einen Kopf schmeiße, hast du Kopfweh, ja. Ich überlege, jetzt machst du mal so eine Transall, so ein alter Flieger der Bundeswehr, voll mit 1 Million Hartkekse und wirfst die über so ein Terrorcamp im Nahen Osten ab. Alles kaputt. Das ist eine Biowaffe im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Wir sind Deutsche, wahlweise gibt es hier auch noch glutenfrei. Und das Beste ist, wenn du als Dschihadist von Hartkeksen getötet wurdest, ja, dann stirbst du nicht als Märtyrer, dann stirbst du als Oberlusche. Ja. Und das Beste ist, die sind trocken. Die sind trocken. Leg mal so einen Hartkeks in einen Eimer Wasser rein. Eimer Wasser leer, Hartkeks unverändert. Und die Bundeswehr ist ja heute schon beliebt bei Hochwassereinsätzen wegen ihrer Sandsäcke. Ja. Jetzt nimmst du aber so einen Sandsack, machst den Sand raus, legst Hartkekse rein. Dann schmeißt du 10 so Säcke in die Elbe, die ist auf Jahrtausende trockengelegt. Aber es ist ja, die Leute sagen immer, ja, die Bundeswehr guckt schon, dass wir Frieden haben. So, nein, wir alle müssen da mitarbeiten, wir alle müssen helfen. Ja, guck mal, wir werden überall abgehört, NSA, der ganzen Geheimdienste, Facebook. Und Leute, wir können auf Facebook keine Katzenvideos mehr posten. Das geht nicht, das macht uns schwach. Ja, da will ich ein Foto und Selfie mit dir sehen, im Hintergrund 2 Flakgeschütze, ja, wo drauf steht, danke Opa für dein Geburtstagsgeschenk. Und wer kein Facebook hat, der kann analog posten. Ja, einfach mal so diese ganzen Autoaufkleber, Chantalle, Jacqueline, weg. Und da will ich ein Bild von einem deutschen Schäferhund drauf. Wo drauf steht, er geht nicht Gassi, er rückt aus. Und wenn du einen Garten hast, einmal im Garten ein Tarnnetz spannen und vorne ein Ofenrohr rausgucken lassen. Damit es aussieht von oben wie ein Panzer. Jetzt machen das 10 Millionen Deutsche gleichzeitig in einer Nacht- und Nebelaktion. Was meinst du, was am nächsten Morgen beim Ami los ist, wenn der auf sein Satellitenfoto von Deutschland draufschaut? Fuck, er ist wieder da! Und Leute, wir können im Dschungelcamp, wir können keinen Menderes gewinnen lassen. Der ist Dschungelkönig, der wird nicht mal 2 Tage im deutschen Wald überleben. Der macht keine Jagd auf Hasen, die Hasen jagen ihn. Ja. Ich will im Dschungelcamp so einen bösen Deutschen haben, so einen Olli Kahn, ja, der nicht die Hoden von Kängurus ist, sondern die Hoden seiner Gegner. Ja. Aber wir brauchen Eier, oder? Wer hat denn alles Kinder oder weiß, dass er Kinder hat? Nicht so viele. Ich habe ja einen Sohn, mein Sohn mit dem schönen Doppelvornamen Ruckzuck. Der Doppelname hat nichts im Zeugungsakt zu tun. Sonst hieß er nur Ruck. Ja, mein Sohn mittlerweile 13 Jahre alt.
Der wird frech. Dann kam der doch letztens her, Papa, dich kann doch keiner leiden, sag ich ja. Und wenn ich jemanden sehen will, der mich mag, schaue ich in den Spiegel. Und mein Sohn, wie gesagt, 13 Jahre alt, nur noch das Handy in der Hand. Nur noch hier. Facebook, 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 Facebook. Die geht ja so über die Straße heute. Habt ihr es mal gesehen? Hier, so gehen die über die Straße. Wir Menschen haben Jahrtausende gebraucht, um zu lernen, aufrecht zu gehen. Heute, die entwickeln sich zurück. Kam doch mein Sohn letztens zu Papa. Ich habe so viele Klicks auf Facebook, ich kann damit Geld verdienen. Sag mal, Junge, ich kann dir sagen, wie du mit Facebook Geld verdienen kannst. Geh auf Einstellung, melde dich ab, geh arbeiten. Oh, schon mal mehr Applaus bekommen für den Spruch hier. Aber eben, Kinder, wer ist denn alles in einer Beziehung? Wer ist verheiratet? Wer ist weg vom Markt? Drei. Ist das hier ein Single-Treffen? Oder meine, jemand in der Beziehung, der gerne Single wäre? Oh, da, oh, die Frau, der Mann. Sehr schön, so wunderbar, vielen Dank. Ja. Aber ich muss sagen, ich war neulich mal im Kindergarten und habe so ein bisschen die Befürchtung, da fängt die Verweichlichung an. Guck mal, wie heißen denn heute die Kindergärtnerinnen? Mia, Pia und Konstantin. Zu meiner Zeit war das noch Tante Brunhilde oder Fräulein Rottenmeier. Und sind wir doch mal ehrlich, wir wollen doch selbstbewusste Kinder. Selbstbewusste Kinder, die auch mal zu ihrer Mutter sagen, Mama, deine Bio-Gemüse-Lasagne schmeckt scheiße. Mach da Fleisch rein. Egal ob vom Schwein oder vom Rind. Meinetwegen nimm den Hamster von meinem kleinen Bruder. Und wir wollen selbstbewusste Kinder, die am Weltspartag zur Volksbank gehen und sagen, pass mal auf. Steckt euch eure Luftballons sonst wohin. Wenn ihr es jemals wagen solltet, mein Erspartes zu verzocken, dann komme ich wieder und dann mache ich den Weg frei. Und da mischen wir hin, liebe Luschen, liebe Luschinen. Und deswegen hat sich euer Ausbilder Schmidt geopfert. Ich sag's nochmal, deswegen hat sich euer Ausbilder Schmidt geopfert. Und ist in den Kindergarten gegangen als Erzieherin. Tante Ausbilder Schmidt. Muah! Alles geändert, alles. Aus stille Treppe wurde 100 Liegestütze. Kommen die Kinder mittags heim und legen sich direkt ins Bett. Sind die kleinen Rackhammer ausgelastet. Und kennt ihr doch im Kindergarten diese Kleiderhäkchen mit den Tierbildern? Kennt ihr das noch? Kommen alle weg, kommen Bilder von Panzern drauf. Leo 1, Leo 2, Tiger, Wiesel sind auch Tiere. Da lacht nur der, der gedient hat. Oder habt ihr heute mal so einen Kindergartenspielplatz gesehen? Der ist ja sowas von sicher. Der ist komplett mit Gummimatten ausgelegt. Da fällt das Kind vom Gerüst runter, federt hoch, hat Spaß und winkt und rauf. Bin früher vom Gerüst gefallen, hat noch einen Kopf. Hat's geschadet? Ja! Vorsicht! Und habt ihr heute mal so eine Kindergartenrutsche gesehen? Eine Kindergartenrutsche heute. Die ist 2 Meter lang, hat ein Gefälle von 4% und da fährt das 60 Kilo schwere Kind mit 1 Stundenkilometer runter. Das sind die Kinder, die fahren später auf der Autobahn 80. Wollen wir das? Nein. Deswegen habe ich die Kindergartenrutsche auf 100 Meter verlängert, Gefälle auf 75% erhöht, Bahn eingefettet und Falltüren für dicke Kinder eingebaut. Bravo. So, wer war denn schon mal wirklich in einem richtigen Manöver über mehrere Tage im tiefsten Wald? Ah, guck mal hier, da sehe ich direkt den Glanz in den Augen. Da war eine gute Zeit, oder? Ich weiß nicht, wie es bei euch war, also ich als Ausbilder, ich erzähle meinen Rekruten immer so eine kleine Gruselgeschichte. Immer einen Abend so ein Lagerfeuer und ist so ein bisschen entspannt, so wenn dann keine Übung ist. So eine kleine Gruselgeschichte. Es ist zwar hell, aber wir machen es trotzdem mal gemeinsam. Und zwar erzähle ich eine Gruselgeschichte und ihr macht die Geräusche dazu. Das ist wirklich sehr, sehr einfach.
Jetzt brauche ich allerdings ein Kreuzchen. Guck mal, du siehst so aus, also siehst nicht aus wie ein Kreuzchen, aber darf ich mal fragen, wie du heißt? Hermann. Hermann, das ist ein männlicher Name, sehr gut. Hermann, was machst du beruflich? Jo. Jo, gut. Hartz IV, alles klar. Hermann, Hermann, machst du, weißt du, wie ein Kreuzchen macht? Ja, das ist ein schwuler Kater, also so ein bisschen so, kannst du mal machen? Nein. Mach mal. Ja, ein bisschen kräftiger. Applaus für Hermann, unser Kreuzchen. Sensationell. Also, du hast dann deinen Einsatz, das hörst du. Also, wir stellen uns vor, wir sind mit Ausbilder Schmidt im Manöver. Kleines Lagerfeuer drumherum, stockdunkel, totenstill. Der Wind pfeift durch die Bäume. Das ist Ausbilder Schmidt, ich will Windstärke 10. Der Wind pfeift durch die Bäume. In der Ferne das Donnergrollen eines heranziehenden Gewitters. Das ist Magen-Darm. Es regnete in Strömen. Super, gestern im Emsland, die haben Plätscher, Plätscher, Plätscher gesagt. Und ein Kreuzchen war zu hören. Ein Kreuzchen im Stimmbruch, sehr gut. Ja. Die typischen Geräusche der menschlichen Zivilisation, Stimmengewirr, sich amüsierender Menschen. Das feste Zupacken quietschender Autobremsen. Und das Gekröne von vorbeiziehenden Fußballfans waren nicht zu hören. Nur ein Kreuzchen war zu hören. Es kann sprechen. Ein Kreuzchen, was sprechen und lachen kann. In der Ferne das Gejaule eines geschlagenen Hundes. Das war ein Holländer. Neufundländer, Entschuldigung. Jetzt stand ich plötzlich vor dem alten Friedhofstor. Ich öffnete das quietschende Friedhofstor. Es quietschte länger, als ich es öffnete. Ich mach's nur mal zu. Auf. Zu. Denkt dran, ihr seht hier vorne nur ein dummes Gesicht. Jetzt ging ich die schlammigen Treppen zur Friedhofsgruft hinunter. Ich trat auf einen Frosch. Ich trat auf eine Katze. Ich trat auf ein Kreuzchen. Kreuzchen-Totgeschichte aus. Applaus für Hermann, meine Damen und Herren. Dankeschön. So. Wunderbar. Bin schon fast am Ende. Jetzt muss ich aber leider die Stimmung noch mal ein bisschen runterfahren. Ich trinke gleich, danke. Sehr, guck mal hier, Mama ist auch da, dankeschön, ja. Applaus für Mama, die kommt immer mit zum Auftritt. Ja, natürlich, ja. Ich muss, guck mal, ganz trockenen Mund. Nein, aber ich hätte fast mein Auftritt. Jetzt habe ich einen trockenen Mund. War wirklich schlimm. Ging gestern Nacht los. Ein riesen Gejaule und ein Gejammere. Schon gedacht, es ist die Katze vom Nachbarn. Da war ich das. Meine Frau sofort den Notarzt angerufen. Kam da dieser Sascha-Hähn-Verschnitt vorbei. Sagt, oh Herr Schmidt, Sie gefallen mir gar nicht. Sag ich, ja, du sollst mich heilen und nicht heiraten. Hat er mich abgetastet. Gemeint, oh Gott, du bist ja süß. Oh, willst du, soll ich dich mal hoch? Ja, genau. Nimm mal hoch. Papa! Darf ich mal hochheben? Nicht auf die Straße rennen. Nicht auf die Straße rennen. Guck mal, dein Helm ist auch schon gestanzt. Zack. Nehmen wir einfach mit nachher. Wunderbar. Nein, jetzt hab ich den Text vergessen. Mama, wo war ich? Egal. Hat er mich abgetastet, gemeint, es wäre der Blinddarm. Sag, Blinddarm, was ist das denn? Sag, ja, das ist ein Organ ohne Funktion. Sag, wie bitte? Ein Organ ohne Funktion in meinem Körper? Dann raus mit dem Sigmar Gabriel.
Mit riesen Tatütata wurde ich ins Krankenhaus gefahren und mein Zimmer musste ich mir mit zwei Simulanten teilen. Der eine war so ein 18-jähriger Skateboardfahrer mit nur einem gebrochenen Bein. Und der andere war so ein alter Mann, Herr Koslowski. Herr Koslowski, das sah mal gar nicht gut aus, kein Wunder. Die Medizin tröpfelte durch einen kleinen Schlauch in ihn hinein. Ich den Hahn ordentlich aufgedreht. War der Alte nur am Kichern. Ne? Dankeschön. Kommt noch die Nachtschwester rein, die wollte mein OP-Kleidchen andrehen. Ich sagte, nein, ich werde in Stiefeln Uniform operiert. Kam die auch noch mit der Bettpfanne. Ich sagte, was, muss ich mein Essen noch selber machen? Wurde ich in die OP reingefahren, meint dieser Narkosearzt zu mir, Herr Schmidt, zählen Sie bis 10. Ich, 1, 2, 3, weg war ich. Halbe Stunde später wachte ich in einem Aufwachraum auf. Der Narkosearzt lächelt mich an. Ich sofort 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und dann kam zum Schluss noch gut gelaunt der Oberarzt auf mich zu. Ich sagte, Dankeschön, du bist ja mein Schatz. Kam der Oberarzt und sagt zu mir, super, alles gut gelaufen, Herr Koslowski. Ich sag's nochmal. Sagt er zu mir, alles gut gelaufen, Herr Koslowski. Wie bitte, ich heiße Schmidt. Dann, oh, Schmidt, dann herzlichen Glückwunsch zum künstlichen Hoden. Jetzt habe ich 4. Dankeschön. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Das war's von mir. Danke, Koblenz. Danke an die Bundeswehr, an die Kameraden und nach Kameradinnen. Danke an euch. Ihr habt super mitgemacht. Danke an die Kameraleute. Und ich habe noch eine gute Nachricht. Um 14 Uhr bin ich nochmal hier. Wird aber ein ähnliches Programm wie eben. Aber wenn ihr nochmal kommt, dann winkt einfach, dann mache ich zwei neue Nummern. Ne? Hat es euch gefallen? Ja. Moment. Genau. Ausbilder Schmidt heißt immer jawohl. Ja. Nicht so, ja nee, kann sein, Ausbilder, ich frage mal das Kreuzchen. Hat es euch gefallen? Ja. Dankeschön. Ja, sag mal, Ausbilder Schmidt. Hast du eigentlich gedient? Ja. Und wo? Luftwaffe. Luftwaffe. Ein Fehler hat jeder. Ich habe gelesen, du... Das habe ich gehört. Und du hast noch Auftritte hier in der Region, in Koblenz. Ja, ich bin öfters im Café Hahn, ganz toller Laden in Koblenz, Koblenz-Gülz. Wann hast du Auftritte? Was für Daten sind das? Ich glaube, dieses Jahr nicht, aber nächstes Jahr bin ich auf jeden Fall. Ich glaube, nicht am 14.06. Habe ich da nicht was gelesen? Nee, dieses Jahr nicht, wahrscheinlich, aber nächstes Jahr kann sein. Ja. Und was uns ja mal alle interessieren würde, wir sind in der Einsatzarmee, warst du schon mal im Einsatz? Also richtig, ja. Ich war im Jahre... 2010 war ich in Afghanistan, habe dort zwei Shows gespielt, in Massa-e-Sharif und in Kundus. Ja. Und da gibt es eine kleine Anekdote, die ich mal gerne erzählen will. Ich bin ja Holger Müller, ist mein richtiger Name. Ich spiele seit 20 Jahren Ausbilder Schmidt. Und bin natürlich, ich leide privat in Zivil unterm Ausbilder-Tourette. Das ist ein Problem. Du gehst in Zivil in den Supermarkt rein, eine Riesenschlange, dann hörst du dich rumbrüllen. Mach mal hin, zack, zack. Oder war neulich mit meiner Frau essen und da kommt der Kellner mit so einem Gruß aus der Küche an. Sag, was ist das denn? Fliegenschiss an Läuseschenkel. Also, und ich selber würde mich privat eher als Lusche einstufen. Ja. Der Ausbilder Schmidt ist natürlich der Starke. In Afghanistan, in Massa-e-Sharif und Kundus war ich als Ausbilder Schmidt, der Harte. So. Jetzt sagen die, bin ich von Massa-e-Sharif. Also ich muss sagen, ich habe bei unseren Jungs gespielt, nicht von der Taliban. Ne? Also muss das... Wäre auch blöd gewesen, ne? So Jungs raus aus den Frauenklamotten, also wäre ich auch gar nicht mehr hier. Und dann fliegst du von Massa-e-Sharif nach Kundus mit der Transall, alte Transportmaschine. Und kurz vorm Abflug sagen die zu mir, auch übrigens Ausbilder, nach Kundus fliegen wir aus Sicherheitsgründen im Sturzflug rein. So, ich als Ausbilder, geil. Ich als Holger Müller, privat im Phantasialand fahre ich noch nicht mal Achterbahn. Ich saß also in dem Transportraum, zufälligerweise ein ranghoher Offizier, 3-Sterne-General mitgeflogen nach Kundus. Der saß im Cockpit. Der hat gehört, Ausbilder Schmidt fliegt nach Kundus, macht eine Show. Dann kamen wir generalstabsmäßig in den Transportraum rein, sagt so, Ausbilder Schmidt! Ja, das bin ich. Wunderbar, dass Sie nach Kundus fliegen, für die Kameraden, Kameradinnen eine Show spielen. Zur Ehre dürfen Sie vorne bei mir im Cockpit mitfliegen. Ich so,
Ist das besser oder schlechter? Er sagt, er kommt drauf an, da sehen Sie schön, wenn wir Kundus reinfliegen. Und ich sage, wissen Sie was, Herr General, ich bleib hier hinten sitzen. Und da sagt er zu mir, wortwörtlich, schwul oder was? Also, das als kleine Anekdote. Ja, meine Damen und Herren, und davon können Sie sich jetzt selber überzeugen, wir haben mal einen kleinen Film vorbereitet. Und da sage ich jetzt einfach mal an die Technik, Film ab. Ja. Danke.